Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Judy. So, wir hatten ja am letzten Woche Freitag eine gewisse Skype-Konferenz. Der Valvo, der Ick und der Kenny. Ja. Und haben uns über so manche Sachen bei Star Trek Picard Gedanken gemacht. Ach so. Ja, wir müssen jetzt für die Zuschauer zumindest vielleicht einmal mit reinnehmen, finde ich. Ein Android stirbt, weil eine Brosche dem Androiden mit 2 Zentimetern Tiefe im Auge steckt. Spoiler für Star Trek, für Star Trek Picard. Ja, achso, Entschuldigung. Ein Android. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es Data war. Ups, Entschuldigung, nein, Chat. Ja. Und ein anderer Spoiler, Android führt als Android mit einem Nicht-Androiden eine vulkanische Geistesverschmelzung durch. So. In dem Moment, wo ich diese Geistesverschmelzung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist ihnen für den Plot nichts Besseres eingefallen. Das haben wir, glaube ich, alle gedacht. Das haben wir lange auch darüber diskutiert am Freitag. Es gibt auch jetzt Fans, die zumindest eine Sache zumindest quasi als Spiegelversion davon sehen, wo ich aber sagen kann, na, es ist aber TOS. Es gab bei TOS eine Folge, wo Spock als Vulkanier mit Nomad, dem Roboter, eine Geistesverschmelzung eingegangen ist. Okay. So. What? Okay, mein Blech zu deinem Blech. Mein Blech zu deinem Blech, so ungefähr. So. Jetzt sind für mich aber 2 Faktoren da drin. Zum einen ist es TOS. Was bei TOS passiert ist, hat nicht unbedingt 100% Einfluss auf den Gesamtkanon. Ich sag nur Sol-Antrieb statt Warp-Antrieb. Stirnlose Klingonen, die einfach nur mit Schuhschminke eingeschmiert wurden. Ich find's trotzdem schwierig. Also du, glaube ich, auch und Kenny jetzt ja auch irgendwie so What the fuck betitelt. Auch das Wiederauftauchen des Dr. Soong, also jetzt des Sohn des Dr. Soong. Wir haben ja den Vater von Dr. Soong kennengelernt, oder Urgroßvater von Dr. Soong und Dr. Soong selbst und jetzt den Sohn von Dr. Soong. Mittlerweile müssen sie aber Brent Spiner nicht mehr auf alt schminken, wie damals bei TNG. Weil sie einfach irgend so Wachsfetzen ins Gesicht geworfen haben und dann übergeschminkt haben. Du bist jetzt alt, halt mal kurz still. Malt das mal ein bisschen hier Menschenfarben an und dann sieht das schon alt aus. In Timelines gibt es ja auch den Arik Soong und den Dr. Soong, heißt der, Noonien Soong. Genau. Ich persönlich finde, dass der Brent Spiner diesen neuen Soong, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, also den Sohn von Noonien Soong, ähnlich wieder gespielt hat, wie damals schon den Arik Soong bei Enterprise mit diesen, ich habe mal so eine Art kleine Mini-Sekte um mich herum geschaut, damals waren es die Mutanten, jetzt sind es die Robotskis. Das fand ich so ein bisschen so einfallslos wiederholen, sowohl von der Storytelling als auch vom Acting. Und zum anderen, ja, ich weiß bleibt immer noch, in der Familie. Es bleibt in der Familie dieses Verrücktsein, ja. Ich finde, es hätte aber auch gereicht, hätte man einfach nur Noonien Soong mit seinen 2 Robotern gehabt, mit Data und Lore. Ich finde, dieses komplette Drumherum ausschlachten, seine Vorgänger waren genauso verrückt und haben Sachen gemacht und seine Nachfolger machen das auch nochmal. Stimmt. Ist ja irgendwann so ein. Weißt du, es ist wie dieses. Oh, wir hatten mal bei TNG so einen Gedanken, ein Holodeck spielt verrückt, die Leute sind drin gefangen und das müssen wir unbedingt nochmal machen. Bei TNG 3-mal, bei Deep Space dann 1-mal, bei Voyager nochmal 3-mal. Bei Enterprise bringen wir es auch nochmal.
es ist halt irgendwann ausgelutscht, finde ich. Und ich muss auch sagen, wir hatten, also ich habe zu euch am letzten Freitag gesagt, ich habe von der Serie jetzt so im Nachhinein andere Sachen erwartet, als was jetzt kam. Ja, definitiv. Die ersten drei Folgen haben noch, ich sag mal, zumindest ansatzweise Mut gemacht, dass es in die richtige Richtung gehen kann. Danach hat es aber auch wieder abgebaut, so ein bisschen. Gerade so die ersten drei, die so in dem auch im Kino gelaufen sind und die man eher vorher schon vorab sehen konnte. Ja. So als Heißmacher quasi und dann. Und dann ging es bergab eher. Dann ging es bergab. Ich fand unnötige Gewaltdarstellung. Also die ersten drei Folgen passiert nix. Wenig. Ja, es ist sehr viel Gerede für eine Science-Fiction-Serie im Vergleich zum Action-Anteil oder zum das überhaupt was passiert-Anteil. Und dann geht es auf einmal los mit, wie gesagt, Spoiler, Köpfe abhacken und jeder ehemalige Nebendarsteller, den sie aus der Versenkung geholt haben, der muss um sein Leben fürchten, weil die sterben wie die Scheißhausfliegen. Oder kriege ich eine komische Background-Story? Ja. Eine tragische. Oh, das ist aber schon eher. Ja, gut, also jetzt Nebencharakter, früher Hauptcharakter. Ja. Hat jetzt so Ichab, Maddox und, okay. Und wie sie alle hießen. Ja, es ist. Das fand ich seltsam mit dem Troy und Riker, die zurückholen und dann so eine traurige Background-Story geben. Es hat zwar jemand geschrieben, weil in den Comics. Das Kind wohl vorkommt, dass es deswegen auch Sinn macht, dass sie es mit einbauen, aber come on, das sind halt Comics. Da und nicht jeder liest Comics. Ja. Ich habe den letzten Science zum Beispiel gar nicht mehr. Weil es gibt auch das Spieluniversum-Comic und. Ja. Ja. Das wird auch null Bezug drauf genommen in der Serie, also ja. Come on. Sonst wird Troy anders ausschauen. Wobei mit dem Kleid in dem Alter, vielleicht auch nicht. Careful what you wish for. Ich wollte gerade sagen, also die Spieluniversums Troy hier aus Timelines, das ist ja zumindest die Troy aus dem Alter von TNG-Serie. Ja. Vor 25, 30 Jahren. Also das finde ich ein bisschen seltsam, dass sie da dem so traurigen Touch geben und dass sie halt irgendwie allen Charakteren so einen Touch geben. Du hattest es ja mal erwähnt, ohne zu spoilern, wo du gesagt hast, eigentlich ist jeder so ein kleines Wrack und das passt halt nicht zu die ganzen Themen, die da angesprochen werden. Ja, okay, man kann jetzt sagen, es ist eine Serie von heute, da wird halt wirklich alles angesprochen, aber andererseits soll es auch ein TNG-Revival sein oder soll sich TNG-mäßig anfühlen. Und das tut's dann nicht mit diesen Themen. Weil das guckt man eher auch ein bisschen im Alltag zu entfliehen und man muss nicht nur kaputte Personen sehen, um dann zu wissen, ah, das kommt ja in der Gesellschaft vor, stimmt, es gibt ja sowas wie Abtreibungen und so. Das weiß man, weil es gegenwärtig ist, dann braucht man das die Serie nicht noch zu verklickern. Ja, also wenn du so Leute am Boden sehen willst, wie sie sich mit ihrem Leben abquälen, dann kannst du so Serien wie Shameless oder so ein Kram gucken, ja. Ansonsten. Es muss nicht jede Serie mit einbauen. Es passt auch so null zum Konzept von Star Trek. Star Trek, TOS, TNG, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise haben immer Hoffnung, eine gute Zukunft versucht darzustellen. Eine, auf der man sagen kann, gut, heute läuft irgendwie alles nicht so richtig rund. Wir haben Corona, nicht ganz so kompetente Politiker vielleicht in allen Belangen, aber man hat was, wo man weiß, okay, in der Zukunft wird's zumindest in der TV-Serie mal besser dargestellt. Und jetzt schaltest du diese Serie ein und Picard ist eine Downer-Serie, so wenn man es mal so will. Jeder Charakter, Picard ist so, ja, ich habe mich weggesperrt auf meiner Farm und ja, jetzt will ich nochmal irgendwie was machen, aber irgendwie kann ich auch nicht. Ich habe zu lange weggeschaut, ich habe eine tödliche Krankheit, rennen kann ich auch nicht mehr, wenn eine Gefahr droht, müssen die mich hochheben.
Erster Offizier, ich bin drogenabhängig, ich habe Kinder versetzt. Alkohol. Ich bin drogenabhängig, alkoholsüchtig und habe irgendwie eine Hologramm-Crew. Die Hologramm-Crew ist doch das Beste der ganzen Serie an Charakteren. Bin ein bisschen narzisstisch vielleicht. Ja. Außerdem schüre ich gern Zwietracht unterhalb der Crew. Ja, das war auch geil. Weil ich Captain bin. Die Doktoren, die irgendwie, sobald man sie anspricht, dass ich mag Charaktere nicht, die... Killy 2.0. Ja, Killy war fröhlich. Sie ist ja das hundertprozentige Gegenteil. Sie... Also die ist nervig und dann auch noch down. Ja. Das ist eine schlechte Mischung. Sobald du dir irgendwas vorwirfst, warum hast du denn kein Salz zu deinen Kartoffeln gemacht, dann wird sie wahrscheinlich schon losheulen oder so. Das ist mir zu... Ich meine, es ist nachvollziehbar. Ja, sie hat die Charaktere verraten und bereut es auch. Aber das hat man früher auch mal anders dargestellt, als alle 5 Minuten. Ja, vor allem der ganze Charakter hat mal bisher nichts geboten, außer... Alle Charaktere haben nicht wirklich viel geboten. Also wenn ich mir dazu im Vergleich tatsächlich... Also wenn man sogar mal direkt... Es ist eine gute Serie. Ich sag's immer wieder, aber selbst wenn man direkt Voyager im Vergleich dazu nimmt, hat ja allein der Doktor, die Maquis-Crew, die anders ist als die Voyager-Crew und Janeway als das Oberhaupt dazu, selbst die haben ja irgendwie mehr Ausstrahlung gehabt als diese depressiv, wir mögen uns alle gegenseitig nicht so richtig zusammengewürfelte Haufen Crew. Hier für Ando zeige ich mal schon die Voyager. Die fliege ich gerade. Es ist aber die assimilierte Voyager. Oh. Aber das Lustige ist an der assimilierten Voyager, die hat irgendwelche witzigen Borg-Fetzen rum auf der Hülle, aber das sieht mehr aus wie so ein Glibber oder so, als wäre die Voyager zu nah an Ghostbusters vorbeigeflogen und hätte so einen grünen Glibber abbekommen. Captain, wir sind gerade eben durch Slimer durch. Ja, wir sind voll geschleimt worden. Ich sehe es gerade, ja, das sieht wirklich aus wie so... Das pappt so komisch drauf. Wir haben die grünen Apfelgummibärchen eingeschmolzen und sind da durch diese Masse durchgeflogen. Du musst mal auf Warp gehen, das schaut nämlich auch lustig aus. Da löst sich nämlich dann der Glibber von der Warp-Gondel unten. Wie? Auf der Unterseite? Ja. Also wenn, okay, du, auf Warp, wenn du irgendwo anders hinfliegst... Ja, dann klappt mir die Warp-Gondeln ein und der Glibber bleibt aber an derselben Stelle. LOL! Aber wie sie sich auch schön zurücksenken auf den Glibber zurück, wenn sie unter Warp geht, dann... Warte, ja, stimmt. Vor allen Dingen ist es gefühlt mehr Glibber, als was man sieht. Auf der rechten Seite habe ich auf der Unterseite gar keinen Glibber, aber sobald es hochklappt, ist ein Glibber. Dito. Und das mit der... Beleuchtung haben sie halt auch noch nicht hingekriegt. Wenn du rausscrollst, siehst du die Deflektorschüssel in schwarz und wenn du reinscrollst, dann leuchtet sie irgendwann. Stimmt. Das, was sie seit Jahren drinnen haben. Ja, sie haben ja auch seit Jahren das Problem, dass eine Seite des Schiffes irgendwie grellend weiß ist, ohne dass man irgendwelche Texturen erkennen kann. Die andere ist pechschwarz, als ob wir gerade irgendwie im Star Wars-Universum sind. Ja. Stimmt. Guck mal, wenn du von der Seite guckst, direkt von der Seite, dann ist der Glibber, der hinter der Brücke ist, siehst du, dass der eigentlich über der Hülle schwebt. Ja. Ja. Mann, Mann. Ja, also lasst auch ruhig mal gerne eure Kommentare und Meinungen zu Picard da. Ich habe echt mehr von der Serie tatsächlich erwartet. Die ersten 3 Folgen waren gut, es war ein ruhigerer Einstieg als Discovery, fand ich schon mal gut. Mhm. Es war generell noch nicht so ganz crazy durcheinander, aber ab der 4. Folge wird's halt echt komisch. Die verlassen die Erde, dann suchen sie sich erstmal jemanden, der die Köpfe abschlägt, der danach in die absolut unbedeutendste Nebenrolle aller Zeiten gedrückt wird. Ach, der Herr der Ringe, Elf. Hier, Legolas. Wir müssen unbedingt diesen Planeten anfliegen, weil ich brauche unbedingt die Hilfe von diesem Legolas Zwillingsklon da. Dann haben wir ihn an Bord und setzen ihn nicht ein und das Einzige, was von ihm kommt, sind 3 komische Witze.
und bei der erstbesten Gelegenheit, ja, ich bleib jetzt hier zurück und kämpfe hier gegen Romulaner, die hier in 5 Minuten um die Ecke kommen, während sie jetzt durch ein Tor fliehen können, in ganz, ganz weit weg von hier. Und wir könnten eigentlich alle da durchgehen, das Ding hier sogar aber noch abschalten, nein, ich bevor halte die Romulaner kommen. Aber nein, ich stelle mich mit dem Schwert in den langen Gang und warte darauf, dass Romulaner mit den Raptor-Pistolen kommen. Schnitt, nächste Folge, alle tot, er kommt auf einmal daher, was ist denn hier passiert? Wieso sind denn da so viele gestorben und ich war nicht da? Oh Mann, ey. Ich war doch eben nur auf der Toilette. Das ist doch so ein Kavusch. Hab mir was verpasst. Ja. Alles tot. Was ist, glaube ich, du oder Kenny hat gesagt, die Serie will so viel sein, verheddert sich aber da auf dem Weg dahin. Oh. Dem kann ich zustimmen, finde ich. Sehr deutlich sogar. Ach, das mit Seven, diese Aktion. Ja, Seven, das war... Ich bin mal ein Zeitkick für 5 Minuten in der Folge und für 7 Minuten in einer Folge oder so. Dann bin ich mal eben Borg Queen und dann aber auch gleich wieder nicht, weil ich nichts zusammenbringe. Für 45 Sekunden. Wir sind die Borg. Okay, öffne die Luken, alle Borg sind tot. Verdammt, das war jetzt... Ich sagte, wir sind die Borg. Bis dir ein Satz aufgesetzt gesagt hat. War alles weg. Es war dann auch so. Es hätte auch so ein Shot für einen Trailer sein können. Hauptsache, wir haben das irgendwie gedreht und es ist ein Trailer drin und die Fans so, boah, geil, wird sie jetzt die Borg-Königin? Ja, für ungefähr dieselbe Zeit, die Data bereut hat, dass die Original-Borg-Königin im 8. Kinofilm gestorben ist, also für 0,8038 Sekunden oder sowas. Ich hätte sogar die Borg wieder im Einsatz gesehen. Ich hätte gerne generell, also mir fehlt irgendwie, so lächerlich das auch klingt, weil ich bin kein Freund von Militär, aber mir fehlt generell irgendwie der Fraktionsaufbau. Picard ist nicht so richtig in der Sternflotte, das Schiff ist nicht Sternflotte, das sind irgendwie alles nur so Freiheitskämpfer, diese zusammengeführte Crew. Seven of Nine kämpft für tötende Freiheitskämpfer und ist nicht mehr in der Sternflotte drinne. Alle sind irgendwie im Rentenalter und entweder hocken sie auf ihrem Heimatplaneten und kochen Pizza oder auf dem Weingut und die Sternflotte selbst kümmert sich Dreck um irgendwas, was noch in der Galaxie passiert. Da fliegen Borg-Kuben durch die Gegend, da fliegen 218 romulanische Warbirds und getarnt. Da passiert echt nichts, oder? Und die Föderation steht daneben und denkt sich... Und es gibt eine Art Admiralin gefühlt, die sagt, ja, passt schon. Ja... Lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Ich weiß es. Und es wirkt vom Settings-Design hier teilweise zu sehr Discovery-like. Vielleicht passiert mit der noch was, mit der Admiralin, könnte ich mir vorstellen, in der letzten Folge. Ach, dass die Romulaner-Tante da nochmal hingeht und die auch noch eine Geistesverschmelzung macht, oder? Ja, oder die umbringt oder so. Vor allem, aber irgendwie ganz so als Abschluss. Wir haben jetzt so, eigentlich so viele komische offene Enden in dieser jetzt nächste, also jetzt morgen kommt die letzte Folge der ersten Staffel. Und da sind so viele Fragen ungeklärt und offen, dass ich mich frage, kriegen wir eigentlich nur ein Cliffhanger-Ende? Wirkt so. Da hat sogar Discovery irgendwie noch abgeschlossener gefühlt, sich angefühlt, obwohl die 1000 Sachen aufgemacht haben. Na gut, ich meine, in der letzten Folge der ersten Staffel war alles abgeschlossen, sie sind auf die Enterprise gestoßen. Ja, okay, sie sind auf die Enterprise gestoßen. Das ist ein Cliffhanger, aber keiner, der jetzt irgendwie dich vor offene Fragen stellt, sondern einfach, sie sind auf die Enterprise gestoßen. Da kann jetzt. Der Klingonische Krieg war ja da vorbei zu der Zeit, oder? Genau, der Klingonische Krieg war vorbei, das Spiegeluniversums-Ding war vorbei, das Myzel-Ding war vorbei. Wir fliegen nach Vulkan, treffen die Enterprise, Ende. Das ist so ein. Nochmal ein schöner Hint für die Fans hier. Da ist die Enterprise, guck mal. Ja. Da habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt auf die zweite Staffel? Jetzt auch bei der dritten war es eigentlich genauso, ist es auch recht abgeschlossen. Sie fliegen halt in die Zukunft und haben Control ist besiegt, Sektion 31 ist offiziell geschlossen. Inoffiziell wird es natürlich weiterbelebt im Hintergrund. Das wissen wir Fans natürlich durch Deep Space Nine. Control ist auch nicht besiegt. Nee, sie haben es mit in die Zukunft genommen, das, was sie eigentlich ja verhindern wollten, aber... Good job. Ja, YOLO. Aber es hat sich eher abgeschlossener angefühlt. Es hat sich abgeschlossen angefühlt und
so komisch es auch klingt, dadurch, dass es zumindest auf einem Föderationsschiff spielt, alles immer noch, hat es für mich ein bisschen mehr Star Trek Flair. Dieses, wir sind ein zusammengewürfelter Haufen Cowboys, die irgendwie unser, weiß nicht, Bounty Hunter-Ding durchziehen, wie bei Picard, das wirkt für mich zu wenig Star Trek-like. Ja. Da fehlt mir das Schiff. Das Schiff, hatte ich auch am Freitag gesagt, ist ein Charakter der Serie. Die ersten Serien hießen alle wieder Schiff. Wir hätten das eigentlich aufnehmen sollen, was wir da alles bequatscht haben. War ein ganz guter Talk. Ja gut, da war aber auch gerade von Kenny sei sehr viel Rage drin. Die nimmt sie, glaube ich, so ein bisschen filtern. Ja, ist auch gut, wenn man mal raged. Wenn er was nicht gefällt, muss man es auch sagen. Ja. Ich bin halt jemand, der Dinge Star Trek verzeiht, weil es halt Star Trek ist, aber momentan weichen diese Serien so weit weg von dem, was 700 andere Folgen aus Star Trek aus 5 Serien und 10 Kinofilmen zumindest einigermaßen zusammengehörig gemacht hat, und dann weichen sie jetzt so komplett davon ab. Ich finde es doch immer besser. Das ist wie, wenn jetzt heute jemand sagt, ich mache eine christliche Kirche auf, sage, Julia ist am Kreuz genagelt worden. Ans Kreuz. nicht auf Kreuz. Julia ist ans Kreuz ist festgenagelt worden. Am fünften Tage aufgestanden. Die hat aber einen Hangover. Fünf Tage hat die gebraucht, ist sie da gewesen. War ihre Mutter oder so. Das ist, wie, weißt du, wie wenn du die Bibel an bestimmten Punkten einfach umschreibst. Mir gefällt deine Variante. Julia ist genagelt worden, am fünften Tag aufgestanden. Ist die etwas andere Religion? Count me in. Aber ich finde es immer noch besser als Discovery. Echt? Ja. Okay. Ich kann beide noch nicht so richtig. Also, klar, Discovery. Die Burnham Show ist. Ja. Aber mal gucken, wie die letzte Folge ist. Vielleicht beenden sie auch die offenen Fragen. Das Kuriose ist ja, zum Start der ersten Staffel hat ja sogar Patrick Stewart gesagt, in der zweiten Staffel wollen sie viele Sachen wieder ganz anders machen. Wo ich mir auch nur denke, habt ihr gewusst, dass es vielleicht nicht so gut ankommt, was ihr dafür komisch gedreht habt? Oder... Und was sollte das mit Picard, dass sie da seine Krankheit auf einmal anteasern? Dass sie sagen können, offiziell, also wenn Picard, wenn Patrick Stewart stirbt, dass sie dann eine Ausrede haben? Sagen, wir haben es euch doch gesagt. Oder wollen sie das gleich mit einbinden in die Serie und wollen sagen, ja, Picard gibt es dann irgendwann nicht mehr. Die Serie heißt zwar noch so, aber Picard gibt es dann nicht mehr. Sie wollen sich zumindest vielleicht eine Sache offen halten. Vielleicht ist ja der Schauspieler irgendwann gewillt und sagt, ich bin zu alt. Machen wir mal die Staffel zu Ende und dann lassen wir die Serie auch zu Ende sein. Und da haben sie zumindest ein Thema, mit dem sie es ansprechen können. Mhm. Zum anderen, diese Krankheit, die er ja hat, ist ja zumindest Kanon, weil die hat er ja in der letzten Folge von TNG, die ja in der Zukunft startet, auch. Okay. Dieses iridrische Syndrom, wo ihnen dann erstmal Geordi und Data nicht glauben, dass da diese komische Wolke ist, die in der Zukunft kleiner ist als in der Vergangenheit. Mhm. Da muss ja Q den irgendwie dann auch mithelfen, und in der Zukunft denken sie einfach nur, er ist total verrückt, aber er hat ja dann doch recht. Mhm. So. Das ist mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke, als sie das erste Mal angeteasert haben, aber sie haben es halt nicht darauf aufgebaut weiter, war der, dass sie aus dieser Krankheit sowas machen wie sein persönlicher Gegner für die Serie. Dass er sich mit seiner Krankheit auseinandersetzen muss, dass er vielleicht verrückte Szenen spielen muss und solche Sachen. Aber es kam ja nichts in die Richtung. Er hat sich das alles nur ausgedacht. Er wacht in der nächsten Folge einfach auf und alles ist gut. Das wär's.
Wird einiges besser. Troy hatten hier eine Fehlgeburt. Ja. Ja, genau, dieses Traurige, dieses TNG war die, man, weiß nicht, die Happy-Serie schlechthin. Und jetzt auf einmal ist echt, als, weiß nicht, das Glück hat alle verlassen. Kann man nur hoffen, dass sie nicht Deep Space Nine neu auflegen. Sämtliche Beziehungen gescheitert. Ja, da haben sie jetzt das Problem, Cisco nie wieder zurückgekommen. Sie haben das Problem, der Hauptcharakter, Avery Brooks, ist ein bisschen abgedreht als Mensch. Passt aber auch irgendwie zu seiner Rolle, oder? Da von den Parkgeistern besessen. Ja. Und zwei Charaktere sind halt schon gestorben, der Odo und der Nock. Also die Schauspieler dazu. Stimmt, Odo. Die kriegen den ganzen Cast kriegen sie ja gar nicht mehr zusammen. Gut, Odo war ja auch nicht mehr dabei. Ja gut, er ist in der letzten Folge zu den Gründern gegangen. Ist in die Suppe gegangen. Ist in die Suppe gegangen, ja. Nee, die Kira Suppe schmeckt mir nicht. Oh, also ich, man könnte sich ja noch denken, dass zumindest gleich mal Gastauftritte kamen. Ich habe ja sogar, was war das am letzten Freitag in der Folge oder war es die Woche davor, wo sie es heißen, ja, wir fliegen jetzt eine Station an, sie heißt, Moment, Deep Space. Dumm, 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 dumm. 12, ach, fickt euch doch. Wir haben immerhin Quark angesprochen, kurz. Ja, wow. Ich meine, vielleicht kommt sowas auch vor, dass Gastauftritte generell passieren. So wie von Seven, dass nochmal Quark zu sehen ist vielleicht. Ja, aber das ist ja nichts Richtiges und nichts Ganzes. Das ist ja... ja. Ich meine, come on, Sevens Gastauftritte, die waren überflüssig wie... Mhm. Oder? Ja. Hallo, Captain. Ich wusste, dass sie hierher kommt. Deswegen bin ich mit meinem kleinen, unterdimensionierten Schiff hierher gekommen und kämpfe gegen einen alten rumulanischen Warbird, der mein Schiff zerstört hat. Danke, dass sie mich in letzter Sekunde an Bord geblieben haben. Das habe ich alles vorhergesehen. Ich falle da mal in Unmacht. Bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge, ja, ich kenne da jemanden, der uns weiterhelfen kann. Den töte ich und bin dann wieder weg für 5 Folgen. Dann komme ich wieder, werde Borgkönigin für 1,5 Minuten, bin wieder weg. Dann fliege ich Borgkubus, trash den erstmal auf dem Planet, nachdem ich in weniger Sekunden geflogen habe, als was ich Borgkönigin war. Dann laufen sie 6 Tage lang in meine Richtung, in meinen Borgkubus rein, nur um einen Scan durchzuführen und tauen wieder ab und ich bin wieder da. Ich verstehe die Form. Schön. Gut zusammengefasst, ey. Nice. Diese Blumen waren ja auch die geilsten. Blumen? Hm. Diese Schutzschilde vor der Atmosphäre. Ach, die hier, die. Und dann, oh nein, wir haben nur noch 5 Blumen. Die Killerschuppen, ne? Ja. Und dann dieses, wie sie diesen Romulaner, ich keine Ahnung, wie der heißt, in der Gefängniszelle haben und die eine macht einfach nur auf und du siehst dann den Schnitt und dann halt, wie sie da was im Auge stecken hat. Das ist so schlecht gemacht, einfach nur. Du kannst ihm nicht trauen, er ist böse. Ich bin zwar ein Android, aber irgendwie auch geil auf ihn. Ich mach da jetzt mal auf. Ja. Die gestorben ist, ist ja die vorher von der Zelle weggeschickt wurde. Das ist dir aufgefallen, oder? Also meine Vermutung ist ja, dass die weggeschickt wurde, die hatte auch diese blaue Brosche, mit der sie selbst getötet wurde, mit der, also für die Serie nicht geguckt haben und den Spoiler ist egal sind, die hatte so eine blaue Brosche in Form eines Vogels und hinten die letzten Federn vom Tier, die ungefähr vielleicht 2-3 Zentimeter lang sind, die steckten im linken Auge des Androiden für 1-2-3 Zentimeter und das hat den ganzen Androiden gekillt. Ja. Die Logik muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also selbst wenn du einem Menschen ein, so ekelhaft das auch klingt, ein, keine Ahnung, Schraubenschlüssel ins Auge rammt, ist er nicht gleich tot. Und ein Roboter ist recht nicht, das ist nur ein Sensor für ihn. Data wurde schon der Kopf abgeschlagen und er war nicht tot danach. Naja. Ja, ich weiß nicht, das
hat sie nicht erschlossen, dass das Androiden sind, wie sich die verhalten. Ja. Da hat es echt schon ganz gut geklappt, dass die menschlich werden. Aber dann nicht vom Körperaufbau. Bleiben halt doch noch Robotern. Also, ja, ein bisschen komisch. Das ist sehr komisch. Aber gerne in die Kommentare, wie ihr die Serie findet. Jo. Wir haben jetzt ein bisschen gerantet drüber, aber ich gucke mir das Finale auch gerne an, aber ich hoffe, die zweite Staffel wird einfach gänzlich anders. Guck mal ja auch wieder zusammen. Am Freitag. Morgen. Genau. Für euch heute. Also ich hätte so, das klingt echt bescheuert, aber ich hatte so viel Hoffnung in diese Serie, weil da, sie haben dann solche Teaserungen gemacht, wie Q könnte wieder auftauchen, Sela könnte wieder auftauchen. Und dann oh ist Gott, das bitte irgendwie, nicht. Dann ist es echt im Nachhinein echt nur so ein, wir würfeln da eine Depri-Crew zusammen, die irgendwie von A nach B kommt. Da wird Zähler aber auch gut reinpassen. Ich habe meine Mutter getötet. Erzähl uns was Neues. Tell us something new. Ja, was. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist für die Star Trek-Macher, die ja angeblich alle so große Star Trek-Fans sind, Star Trek zu machen, so wie die Fans es mögen. Stattdessen machen sie ihren komischen Quark, der jede andere Serie sein kann, aber nicht Star Trek. Ja, sollen sie es Firefly nennen. Gab's ja schon. The Next Generation. Firefly's Next Generation. Ja, naja, mal gucken. No. Das sind wir eh schon wieder ich auch deswegen, ach so. Ja, ich habe auch deswegen so ein bisschen, als letztes Abschlusswort, so viel vielleicht auf Picard gehofft, weil Discovery schon so wenig klassisches Star Trek geboten hat. Mhm. Und dann kommt Picard daher und macht noch weniger. Wir machen Star Trek, aber ohne Föderation, ohne Raumschiff, ohne feste Crew und alle mögen sich nicht. Ja, wait. Vor allem, wir machen TNG neu damit. Moment, welchen Teil habe ich jetzt verpasst? Star Trek, richtig? Man, Patrick Stewart hatte schon angesprochen, dass es halt anders sein wird, als sich die Fans erwarten. Aber dass es halt wirklich in allen Belangen anders ist, als man TNG kennt. Ja, aber das wie kann man denn schade. Die Fans so vom Kopf stoßen? Ich meine, ganz ehrlich, dann dürfen sie sich jetzt aber auch nicht wundern, wenn die Fans das Ding hassen oder nicht. Es ist die Frage, für wen die Serie gemacht worden ist, weil sie wollen sicher neue Leute ansprechen, aber ich glaube nicht, dass man damit neue Leute anspricht, indem man permanent irgendwelche Anspielungen hat. Hier, wir haben Hugh, wir haben Picard, wir haben Seven, Leute, die halt neue Fans nicht kennen oder neue Zuschauer. Ja. Und dann die Sterne also wieder, aha, okay, egal, kannte ich eh nicht. Bei Discovery kann ich verstehen, das war die erste Serie nach keine Ahnung wie viel Jahren, ich glaube nach über 10 Jahren, von Star Trek, die mal wieder ins TV kam, dass man dann vielleicht versucht, eine neue Generation an Fans anzusprechen, ja. Aber eben halt über das Design, so alte Tostphaser-Kommunikatoren, halt irgendwie die alten noch mit abholen und die ganzen Sounds. Das hat mich ja auch echt sehr gut getriggert noch in der ersten Staffel. Die zweite fand ich dann ja auch im Nachhinein auch wieder besser. Die erste war halt sehr komisch gewürfelt, wie jetzt auch bei Picard vielleicht so ein bisschen die erste komisch gewürfelt ist. Aber es fühlte sich für uns alte Fans nicht an wie klassische Star Trek. So, mit der Serie holt man vielleicht neue Leute ab, vor allem auch jüngere. Picard richtet sich null an ein junges Publikum, finde ich. Ja, nee, nicht wirklich. Also, ich meine, sie haben die eine, die ganz gut aussieht, die Androidin. Ja. Aber reicht das alleine heutzutage, nee. Keine Ahnung, junge Leute vor. Schreibt's rein, die jungen, Party People. Mein Seven of Nine hat bei Voyager auch das Jugendalter nicht rumgerissen, glaube ich. Naja, war schon nicht so schlecht. Ja. Und dass jetzt auf einmal so exorbitant viel mehr Leute eingeschaltet haben, glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass der Einschaltquoten gerettet hat.
da in der vierten Staffel, als sie dazu kam. Ich glaube schon, dass es einen Boost gegeben hat. Kann sein. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Hier, Dom, du bist hier unser Star Trek Dexika, kannst du es ja mal gerne raussuchen. Ironischerweise, wo wir gerade bei Voyager sind, ohne wieder über die Serie groß negativ reden zu wollen, aber es gab letztens auf dem Discord ein Video, 12 Schauspieler, die im Nachhinein nicht glücklich darüber waren, bei Star Trek mitgespielt zu haben. Und von den Hauptcharakteren waren es ironischerweise alles die von Voyager. Ja, Überraschung, lebt von TOS noch jemand? Nee, von TOS lebt keiner, aber es hat sich noch, doch, Kirk lebt noch, Sulu lebt noch, Chekov lebt noch, Uhura lebt noch. Wow. Es sind eigentlich nur Spock und Pillet und Scotty tot. Und die, die noch leben, sind zu alt und Dings, um das mitzukriegen wahrscheinlich. Na gut, aber bei TNG waren es nur Nebencharaktere, bei Deep Space Nine auch, glaube ich, nur ein Nebencharakter und bei den anderen Serien auch nur. Aber bei Voyager waren es tatsächlich der Robert Beltran, der Chakotay. Ja. Der schon ab der dritten Staffel wohl, ich habe das damals auch nicht mitbekommen, weil ich zu jung war, wohl tatsächlich auch in Interviews gesagt hat, dass er dafür, dass er eigentlich die zweithöchste Führungsrolle der Serie ist, seinen Charakter völlig belanglos findet. Ja. Er nickt im Prinzip nur ab, was Janeway sagt, und wenn Janeway nicht da ist, dann kann er mal ein Kommando erteilen und das war's für ihn. Das war so sein Ohr. Und der komplette Plot mit den Maquis, was ihm am Anfang versprochen wurde, dass er so ein Gegenpart zu Janeway sein sollte, der ist ja so schnell verschwunden, meinte er. Und dann kam ihm halt dann ab der dritten oder vierten Staffel halt auch noch Seven of Nine dazu, wo er meinte, da ist er dann noch weiter in den Hintergrund gerückt. Dass er ihm halt im Nachhinein sagte, im Groben und Ganzen war es für ihn nicht von Vorteil, bei Star Trek mitgemacht zu haben. Mhm. Ironischerweise auch Jerry Ryan hat dasselbe behauptet, also Seven of Nine, bei diesem Video, ja. Weil sie gesagt hatte, der Cast von Voyager hat sie nicht sehr willkommen geheißen, gerade speziell eine Person. Überraschung, Kate Mulgrew, weswegen sie auch so ein bisschen, ja, so am Set auch gemobbt wurde wohl offensichtlich. Mhm. Gleichzeitig musste sie sich in irgendwelche komischen, engen Klamotten quetschen, wo sie dann auch ein paar Mal in Ohnmacht mitgefallen ist. Und die meiste Screentime war mit Janeway. Ja. Also ausgerechnet mit dem Charakter als Schauspielerin, die sich alle gegenseitig nicht mögen. Und der dritte... Und da gibt es ja noch Fans und machen voll so die Last Story aus den beiden. Ja, genau. Die Videos aus denen. Janeway und Seven, das Liebespaar. Beide Darsteller so, nope. Das ist dann eher so die Desperate Housewives-Version von Star Trek wahrscheinlich, wenn die zwei aufeinandertreffen. Und der dritte im Bunde, und das hat mich sehr gewundert, weil der ist ja eigentlich sehr auch auf Conventions aktiv und selbst ein großer Trek-Fan bei Voyager. Warte mal, vielleicht komme ich drauf. Neelix? Nee. Conventions Fan Picardo? Nope. Kim? Ja. Okay. Kim wurde während der ganzen Serie null befördert. Das ist ja schon offizieller, diesmal so eine Art Running Gag gewesen. Aber dadurch, dass er nie befördert wurde, hat er selbst im Studio einen so massen Untergrundansehen gehabt. Jeder andere in jeder anderen Serie durfte mal Regie führen. Er hat angefragt, Regie führen zu dürfen, und es wurde ihm verweigert. Du bist ja nur der Fähnrich. Du bist ja nur der Fähnrich, du bist so unbedeutend. Wir trauen dir nichts zu. Nö. Wobei ich muss sogar sagen, so langsam ändert sich mein Bild von Voyager, dass ich nicht der Serie die Schuld gebe. Ich glaube, im Nachhinein muss man tatsächlich dem Studio die Schuld geben, dass sie die Serie zu wenig unterstützt haben, zu viel Steine in den Weg geworfen haben und dass sie deswegen im Nachhinein vielleicht nicht das gemacht hat, was sie hätte werden können. Aber ich muss sagen, ich finde das sehr nett vom Studio, dass sie die Leute Regie führen lassen, dass sie sagen, so ein Jonathan Frakes oder ein LeVar Burton, die jetzt schreiben, dass die halt wirklich viel Regie führen durften und dass die halt ihr Debüt machen durften.
hat Dingens auch gemeint, der Riker, dass er da sehr stolz drauf ist, dass er das machen durfte. Und es ist ja auch nicht normal, dass man als Darsteller Regie führen darf. Nö, auch heute nicht. Also bei, ich glaube, auch bei Walking Dead und wie sie alle heißen, oder genau, Game of Thrones genau, hat auch nie einer der Darsteller mal Regie geführt. Bei Walking Dead. Nein, gut. Bei Star Trek ist das ja mittlerweile gang und gäbe, dass da Geordi oder Riker oder keine Ahnung wer mal Regie geführt hat. Mhm. Also auch crossübergreifend. Also bei Voyager und auch bei Enterprise mit Archer haben ganz oft Geordi und Riker und auch B'Elanna Regie geführt mal. Mhm. Ja, aber der gute Harry Kim durfte als bisher einziger Star Trek Darsteller, der es angefragt hat, nie Regie führen. Ja, okay. Weiß ich nicht. Er meinte halt auch dadurch, keine Ahnung, dass er, wann er angefragt hat, verwehrt wurde, ging er halt mit null mehr Erfahrung aus dieser Serie heraus, was wohl auch seiner Karriere dann nicht so gut tat. Keine Ahnung, wann er angefragt hat, wenn er da fragt in der letzten Staffel, dann werden die wahrscheinlich schon Pläne haben, wie sie es zu Ende gehen lassen und dann werden sie sagen, nee, sorry. Das war's. Oder vielleicht hat er ihnen einen Entwurf geschickt und die sagen so, nee, ist nicht. Werden wir nicht. Ich weiß machen. Nicht, für welche Staffel das war. Harry Kim mit Captain und so weiter. Da gab es sogar mal eine Folge hier, Nightingale oder so hieß er. Irgend so ein Alien-Raumschiff hat er doch mal kurz kommandiert für eine Folge. Und da ist alles in Eis eingefroren ist, da hat er auch die große Rolle gehabt. Mit Chakotay. Ja. Ja, ich weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so krass, dass er nie Regie führen hat dürfen, weil das ist echt ein Privileg, was die genossen haben. Ein paar zumindest. Und da haben sie auch ganz gut gemacht. Also jeder, der gefragt hat. Ja. Keine Ahnung, wer jetzt alle wirklich dann Regie geführt hat. Also B'Elanna, glaube ich. Regie geführt. Also bei TNG Riker, Geordi. Data hat, glaube ich, auch ich mal Regie geführt. Ich glaube, Worf auch. Ja. B'Elanna hat definitiv Tuvok? Tim Ross? Ja. Ja, stimmt, ja. Also viele auf jeden Fall. Ich glaube, nachdem man das so bei TNG irgendwann so locker gemacht hat, wo dann irgendwie auch gefühlt mal jeder irgendwie ran durfte an den Regiesessel, hat man es halt für die anderen Serien auch so locker gesehen und gesagt, wenn sie es drauf haben, warum denn nicht? Ja. So. Ja. Ich meine, es ist zwischen Regie führen und ein Schauspiel abliefern, liegen natürlich schon Welten. Für Riker war es wohl auch ziemlich schwer, da immer zwischendrin dann wieder in den Regiesessel zu hopsen und dann wieder in die Uniform. Ja. Also in einer Folge aufzutreten und dann noch Regie zu führen, dass es wohl sehr anstrengend war. Und wahrscheinlich auch nicht so leicht, dann wertgeschätzt zu werden von den anderen. Oder irgendwie gleich behandelt zu werden. Ich habe mal ein Interview gesehen, wo er sagte, als er wird von den anderen auch sehr gerne als Regisseur gesehen, auch bei Orville, weil er die Seite als Schauspieler kennt. Ja. Weißt du, Regisseure dirigieren die Schauspieler und ein Schauspieler weiß, was er kann, was er nicht kann, was er sich zutraut, wo er weiß, was er zu tun hat, oder wenn er nicht weiß, was er zu tun hat, der Regisseur ihm nicht direkt vorgibt, was er zu tun hat, dann sind da so zwei Welten, die nicht richtig miteinander harmonieren. Er als Schauspieler kann das aber mehr einschätzen in der Regie. Das habe ich mal in einem Interview gesehen, wo viele sagen, er hatte den Vorteil, dass er Schauspieler war und weiß, wie die andere Seite denkt. Und der ist auch so ein Fall, der, glaube ich, ganz gut Regie führt. Als Schauspieler fand ich den jetzt nie so pralle. Aber er hatte halt eine. Ja, die Kinofilme, die er gemacht hat, die waren so lieb, fand ich. Ja, die Kinofilme waren gut, stimmt, ja. 9. Aber ich glaube, das hat auch irgendwann mal. Wer war es denn? Troy oder irgendein anderer Darsteller meinte mal, immer wenn er nicht wie Riker war, sondern wie er halt wirklich wie Jonathan Frakes, dann war es cool. Das war mal auf einer Con. So, wann immer er quasi ein bisschen aus der Rolle ausgebrochen ist und sich selber so ein bisschen spielen durfte, dann hat er das ganz gut gespielt. Aber so wie Troy ja auch gesagt hat, wenn sie besoffen war, das hat ja am meisten Spaß gemacht im Kinofilm. Ja, das, wenn man Troy tatsächlich auf den Conventions sieht, dann denkt man auch, also
Respekt vor ihrer schauspielerischen Kunst, weil das hat sie so. Also, in der Serie war sie komplett anders halt. Aber finde ich auch gut, dass Riker dann auch sagt, er war jetzt nie der super Schauspieler. Dass er das von sich selber auch sagt. Jo. Er hat halt mit Star Trek aus seiner Sicht gesehen dann wiederum Glück. Ja. Weil ich weiß nicht, ob er mit seinem schauspielerischen Talent mit einer anderen Serie den Erfolg hätte fahren können. Wahrscheinlich wäre die andere Serie vielleicht eingestellt worden. Mit Star Trek hatte er das Glück, die Serie lief lange, war erfolgreich, er konnte in Kinofilme auftreten, konnte auch nochmal Regie führen und ja, hat dann Regie über Star Trek hinweg Debüt gehabt. Ding, ja, genau. Hat dann über dieses Star Trek-Ding hinweg ja auch noch diesen X-Faktor-Kram bekommen, was ja auch, ich meine, es ist keine tolle Serie gewesen, aber eine sehr bekannte immerhin noch. Ja. Das ist schon ganz gut gemacht. Also aus seiner Sicht, denke ich mal, war es eher ein Glücksgriff, dass er zu Star Trek gekommen ist. Für andere dann halt wieder nicht. Und war bei allen dabei. Ja. Entweder Gastauftritt oder Regie. Er war bei Deep Space Nine, das weiß ich. Da hatte die Defiant als Thomas Riker geflogen. Mhm. Bei Voyager war er mal ganz am Anfang, ich glaube erste, zweite Staffel, wo Q ihn hergeschnipst hat. Mhm. Für irgendeine Gerichtsverhandlung mit dem Q, der sie unbedingt selbst umbringen wollte. Bei Archer Enterprise war er im Staffelfinale dabei. Und bei Discovery hat er Regie geführt. Bei Discovery hat er zumindest Regie geführt, genau. Und bei, Picard kommt er auch vor. Genau, und bei Picard hat er, glaube ich, aber auch eine Folge Regie geführt. Weil ich habe seinen Namen, glaube ich, schon mal gelesen, bevor er den Auftritt hatte. Mhm. Ja, das könnte schon sein. Meinung. Das sehe ich nie, weil Kenny skippt immer die Intros. So langweilig, nix. Ja, das fand ich auch so. Also ich weiß gar nicht, wie das Intro ausschaut, muss ich sogar sagen. Echt nicht? Nee. Okay. Muss man mal auf YouTube anschauen. Ironischerweise, also sowohl das Discovery-Intro als auch das Picard-Intro, finde ich persönlich, sind im Vergleich zu den früheren Star Trek-Intros auch sehr langlos. Finde ich. Also sehr nicht so entfernt, ja. Sehr entfernt von den. Diese typische. Das waren ja früher eher so fast wie so Fanfaren. Diese Star Trek-Intros, diese von TOS oder von TNG. Ja, Enterprise war dann. Das war lame mit dem Lied. Mit dem Lied, das war schon eine Abweichung, das haben die Fans sehr stark kritisiert. Ja. Ja, verstehe ich. Deswegen hat man ja auch dann, glaube ich, ab der dritten oder zweiten Staffel schon irgendwann das Lied ein bisschen abgeändert mit so einer mehr rockig-peppigeren Variante. Hat es jetzt aber auch nicht besser gemacht. Ich finde im Nachhinein, wenn man so 20 Jahre später sich das anguckt, es passt zu der es sollte halt auch die andere Ära, die Zeitära demonstrieren, dieses, dass es näher am Jetzt ist, ja, als in der Zukunft, aber... Weißt du noch, wie sich Enterprise für dich angefühlt hat? Damals? Ja. Schon gut. Also es fühlte sich an, also wenn ich es heute gucke, dann denke ich mir, gerade die ersten zwei Staffeln sind wie eine Fortsetzung von Voyager. Das komplette Storytelling, wie die Crew miteinander harmonisiert ist, 1A komplett, man merkt, es sind dieselben Autoren, okay, dieselben Leute, die Regie führen und dieselben Produzenten, die dahinter stecken. Mhm. Die ersten zwei Staffeln fühlen sich an wie eine komplette Fortsetzung von Voyager. Okay. Jede Folge ist eine random Alien of the Week Folge, weil wir sind ja das erste Mal im Weltall, also ist alles, was wir treffen, neu. Und es ist immer wieder die ähnliche Ablauf über Voyager. Dieses, wenn ein Böser ist und es sind zwei Böse, dann ist einer der Bösen nicht ganz so böse wie der andere Böse und wird entweder von einem böseren Bösen umgebracht oder der nettere Böse wechselt auf die Seite der Guten und hilft die Guten, den bösen Bösen auszulöschen. Always the same. Ich dachte, es hätte sich damals vielleicht auch schon komisch angefühlt mit dem neuen Intro. Nee. Und ich vielleicht die anderen Klamotten, die sie tragen. Du bist ja da auch eher so ein Klamottentyp, der dann da drauf guckt und dann sagt, passt jetzt nicht ganz so, was die da tragen. Ich fand aber schon, dass es zu der Ära passt. Wie gesagt, Enterprise spielt so nah am, mehr am Jetzt, dass ich sage, okay, das wirkt jetzt eher wie noch diese klassischen NASA-Raketendinger und deswegen eher so ein ganz Körper-Overall. Ich meine, so sehr, ich meine, selbst bei Voyager und auch bei Deep Space Nine, in den ersten Staffeln tragen sie ja einen Ganzkörperanzug, der unten an den Schuhen mit so Gummidingern befestigt wird, damit er stramm sitzt. Auch.
TNG auch. Haben sie nicht bei TNG irgendwann in Zweiteiler gewechselt? Mhm, ab der dritten Staffel. Genau, so. Das, bei Deep Space Nine, Voyager und Archer haben sie es halt nicht gemacht. Das ist ein also wie so Overworld. Mhm. Okay, also es hat sich eher nach Trek angefühlt. Es war jetzt nicht sowas, jo, wow, jo, komplett neu. Gar nicht. Okay. Gar nicht. Mhm. Du hast halt wieder deinen Vulkanier auf der Brücke, wie schon bei Spock, wie schon bei Tuvok. Du hast deinen Captain, der Quoten-Vulkanier. Der Quoten-Vulkanier, genau. Du hast deinen sie haben halt versucht, gerade in den ersten zwei Staffeln vieles so als, ja, dass die Transporter, wir probieren sie jetzt mal zum ersten Mal aus, weißt du, dieses Pioniergefühl aufzubauen, dieses, ja. Allein in der ersten Folge geht dann Reed zum Captain und sagt, hier, das sind die neuen Phaser-Pistolen, sie haben zwei Einstellungen, betäuben und töten, das ist das Beste, wenn wir das nicht verwechseln im Außendienst, das ist Original-O-Ton. Das finde ich ist tatsächlich auch ein guter Fanservice, dieses vielleicht auch für Fans, die Star Trek bis dahin nicht kannten, in ein, Entschuldigung, Universum reinzuführen, wo alles mal von grundlegend erklärt wird. Ja, stimmt. Über verschiedenste Folgen hinweg. Als Fan hast du so ein kleines Schmunzeln und denkst, naja. Ja. Ich fand die Serie echt nicht schlecht. Ich fand sie sogar am schlechtesten in der dritten Staffel, wo sie diese durchgehende Story mit dem Krieg erklärt hatten. Oh, okay. Ich dachte genau umgekehrt. Nee. Mir hat dieses Ding aus zwei Gründen nicht gefallen. Zum einen sagen sie, sie wollen eine durchgehende Staffel machen, wo sie die... darf ich spoilern? Du hast es nicht gesehen. Ja, hau raus. Okay. Ich weiß ja, dass mit dem Krieg und dass jemand stirbt. Genau, also es gab einen... Nee, stirbt keiner. Es gab also einen Anschlag... Also in der vierten Staffel stirbt ihr wer? Ein Hauptdarsteller. Ja, in der allerletzten Folge. Mhm. Das hat aber mit dem Krieg nichts mehr zu tun. Also der Krieg existiert wirklich nur in der dritten Staffel. Ah, okay. Und das ist auch kein richtiger Krieg. Es ist mehr so eine Art Verfolgungsjacht. Also es gab einen Anschlag auf die Erde von den Xindi. Mhm. So eine Kapsel, die so ähnlich so wie so ein, wie der Todesstern von Star Wars, also so eine Kugel, die einen Laser ausstrahlt und dabei sterben ganz viele Menschen. Dann wird die Enterprise erstmal zur Erde zurückgerufen. Sie analysieren das Ganze und stellen fest, dass das von einer Spezies ist, die aus der sogenannten delphischen Ausdehnung kommt. Die Enterprise fliegt dahin und sagt, wir müssen herausfinden, wer das war und warum sie das gemacht haben. Und dann verbringen sie eine ganze Staffel damit, diese Leute zu finden. Aber es gibt da auch locker wieder, ich sag mal, 6-7 Folgen, wo sie einfach random Scheiß machen. Mhm. Wo man sich denkt, Leute, die Erde ist angegriffen worden. Wenn sie das Ding in dreimal größer machen, ist die Erde futsch. Jetzt haltet euch nicht mit irgendwelchen komischen Nebensachen auf, wie, ja, wir haben hier einen Planeten entdeckt, wo Leute im Western-Zeitalter leben. Das müssen wir uns unbedingt mal angucken, eine ganze Woche lang, und gucken, wie die Leute hier leben. Nee, jagt doch die Leute, die Erde angegriffen haben. Das denke ich mal, ja, auch in Spielen auch so oft. Skyrim oder so. Alles ist knapp vor Tod und du laufst da erstmal herum in der Kundesthöhlen und weiß ich nicht was. Ich kann ja verstehen, dass... Oder Assassin's Creed oder so. Dann denkt man sich auch, ja, hier Story ranhalten, die Wette ist knapp vom Ende und dann, na warte, erstmal hier noch ein paar Nebenaufgaben, Schätze suchen. Noch mal kurz 10 Nebenaufgaben machen, bevor ich die Hauptaufgabe an Nummer 1 angehe oder so. Ja. Es ist, ich kann auch die Produzenten verstehen, dass sie Angst hatten, weil dieses Konzept, eine durchgehende Story für die ganze Staffel zu machen, war damals ja neu. Ich meine, Voyager hatte lediglich den roten Faden, ja, sie wurden ans andere Ende des Universums geschubst und müssen halt nach Hause fliegen. Und sie hatten halt diese Doppelfolgen. Sie hatten diese Doppelfolgen. Aber ansonsten kannst du sagen, kann Voyager auch wie TNG sein, ja, nur dass sie eben halt am anderen Ende des Alpha-Quadranten auf neue Aliens stoßen. Ob die jetzt nach Hause fliegen oder nicht, die Enterprise ist auch ständig irgendwie durch die Gegend geflogen und 2-3 Mal zur Erde vielleicht zurückgeworbt. Ansonsten, wo das stattgefunden hat, hat auch keinen interessiert in dem Moment. Erst mit Voyager hat man gesagt, wir müssen ganz weit weggehen. So, und
Deswegen kann ich, wie gesagt, kann ich verstehen, dass sie Angst hatten, falls es nicht so gut ankommt bei den Fans, dass sie Angst hatten, dass sie alle vergraulen, wenn die ganze Staffel nur aus diesen, wir müssen die Xindi finden, bestehen. Deswegen hat man das so etappenweise aufgebaut. Ja. So im Nachhinein macht es nur wenig Sinn, dieses, die Erde wird angegriffen, wir müssen sofort los, wir müssen rausfinden, was es ist, oder das Aufhalten, diplomatische Gespräche einführen und bla bla bla. Sie schicken aber auch nur die Enterprise los, kein einziges anderes Schiff. Okay. Sie schicken sie gefühlt mit nicht mehr ausgestattet, außer dass sie irgendwie einen Stoßtrupp aus 8 weiteren Militäroffizieren, die der sogenannten Mako-Gruppe angehören, dazu kriegen. Und ich glaube, sie kriegen andere Torpedos. That's all. ja, und über die Staffel hinweg wird das Schiff halt von einer Schlacht in die nächste Schlacht immer weiter auseinandergerissen. Wie das Ding überhaupt am Ende noch zusammenhält, ist ein Wunder. Und dann machen sie 2 oder 3 Mal sogar, glaube ich, alternative Zukunftsfolgen, wo sie es jeweils immer nicht geschafft haben, die Xindi aufzuhalten. Mhm. Zu was einmal, wäre wenn Sachen. Was wäre wenn? Das eine Mal verdoppelt sich die Enterprise, hat keinen Warp-Antrieb, Erde kaputt. Dann holt dieses verdoppelte Enterprise-Schiff, weil es in die Vergangenheit irgendwie gefluppt ist, versucht dann die andere Enterprise wieder abzufangen und sie zu warnen, das und das nicht zu tun. Dann in der anderen Folge werden sie von irgendeiner komischen Ausdehnungswelle getroffen, die in Archers Kopf eine Krankheit auslöst, weswegen er nicht mehr die Enterprise kommandieren kann. T'Pol macht's, aber macht's falsch. Erde explodiert. Und nur solche Sachen da, weißt du? Diese Hinhaltfolgen, dass man zumindest mal eingebaut hat, was passiert im Worst-Case-Szenario. Das wollten sie den Leuten halt auch mal zeigen. Mhm. Mhm. So. Und dann hast du halt diese Xindi-Spezies, also der ganze Planet. Wie erkläre ich das am besten? Es gibt einen Planeten, auf dem lebt ein Volk namens Xindi. Ja. Diese sogenannten Xindi sind aber in Unterrassen aufgeteilt. Es gibt die schwimmenden Xindi, es gibt also die fliegenden Xindi. Also wie die Jem'Hadars auf die Art, oder? Nee. Okay. Die Jem'Hadar war ja einfach nur der militärische Arm des Dominion. Ja, aber da gab es ja auch Jem'Hadar und Dominion. Also. Dominion war die Fraktion, so wie Sternflotte zur Föderation gehört. Okay, und bei den Xindi ist es anders. Bei den Xindi war halt ein Planet, auf den 5 unterschiedliche Rassen gleichzeitig gleich groß geworden sind. Okay, drum gibt es also Insektoiden und dann gibt es wieder genau. Es gibt die Insektoiden, es gibt die Reptilianer, es gibt die Primaten, also die affenähnlich, also so mehr in Richtung Menschenähnenden. Schau gerade auf Timelines. Wale. Und keine Ahnung, was nicht noch alles. Und einiges wohl schon ausgestorben. Mhm. So. Und die werden irregeleitet, alle, von einem aus der Zukunft stammenden Volk, die das ganze Universum terraformen wollen, weil die können nur in so einer Art Flüssigraumersatz überleben. Deswegen wurden überall so sphärenähnliche Gebilde gebaut, die das Universum in Ungleichgewicht bringen, und da können normale Schiffe nicht richtig mit Warp fliegen und Haut verätzt und solche Sachen. Also lebensunwirklicher Raum für die normalen Spezies im Weltraum. Ja, wie gesagt, die Xindi werden von dieser Spezies halt irregeführt und sagen, die Menschheit wird euch in der Zukunft ausrotten, deswegen müsst ihr jetzt zusammenarbeiten und die Menschheit vorher ausrotten. Mhm. Das ist der Plot, der am Ende aufgeht, und ja, dass das Ganze dann noch mit einer Nazi-Doppelfolge endet auf der Erde, ist halt der krönende Abschluss, wo ich mir denke, Gott sei Dank haben wir das hinter uns gelassen. Und meiner Meinung nach ist, die ersten 2 Staffeln sind gut, die dritte ist bestenfalls okay und die vierte ist super. Okay. Okay, mhm. Na, dann haben wir das auch. So, haben wir es jetzt auf 2 Stunden gestreckt? Super, ich bin gut. Danke, danke, danke. Jo. Jo. Also ich will ab, durch. Oder? Jo, ich auch.
Ihr auch, ihr seid jetzt voll informiert über Enterprise, solltet ihr es noch nicht gesehen haben. Wie gesagt, immer meine eigene, einfach nur meine eigene Meinung zu vielen Themen und Serien und so weiter. Wenn andere Leute andere Meinung zu haben, kann ich es voll und ganz nachvollziehen, weil es gibt viele, die auch Enterprise nicht mögen, aber ich finde, man muss es sich einfach angeguckt haben, um sich eine Meinung darüber zu bilden und nicht vorher sagen, ja, das ist laut vielen Meinungen nicht so gut. Wie gesagt, die ersten zwei Staffeln fühlen sich eher an wie eine Fortsetzung von Voyager, nur in leicht, weil man sich denkt, okay, bei Voyager haben wir gegen Ende schon ziemlich auf die Action-Schraube gedrückt mit sehr vielen Kämpfen und Special Effects. Das sollten wir jetzt vielleicht bei dem Föderationsschiff, das gerade erst gestartet ist und eklig Laserkanönchen hat, vielleicht jetzt nicht so übertreiben. Es war so von der Teamdynamik eher wieder wie TOS, oder? So Fokus auf diese drei Charaktere, was du mal gesagt hast. Ja, aber Archer, nicht T'Pol und Tucker. Das hat man sogar erst ab der zweiten oder dritten Staffel auch wieder gemacht, weil am Anfang war es, wie gesagt, jeder Charakter schon relativ gleichberechtigt. Erst als man gesehen hat, die Einschaltquoten sind in der ersten Staffel so arg nach unten gesackt im Vergleich zu der letztlaufenden Serie Voyager, dass man gesagt hat, man muss das Konzept umändern, dann fing man eben halt an mit denen, okay, du wirst Nebencharakter, du wirst Nebencharakter, du wirst Nebencharakter, und es dreht sich irgendwie fast alles in der Runde. Captain, Zucker und T'Pol. Und T'Pol hat immer denselben Gesichtsausdruck. Ja. Okay. Interessant, dass sich das auch so gewandelt hat dann. Ja, es ist, ich bin auch der Meinung, das Ganze war zeitlich ungünstig alles gelaufen. Weil Enterprise fing an als eine hoffnungsvolle Serie, die genau in dem Jahr rauskam, wo halt auch 9/11 für die Amerikaner war, dass das dann vielleicht nicht so gut ankommt, eine Serie mit so viel offene Arme, Frieden, Welt und bla. In dem Moment, wo die ganze Nation eigentlich eher umgestimmt wird auf, wir hassen jetzt einen bestimmten Teil der Menschen und wir wollen jetzt Krieg führen, das beißt sich vielleicht dann. Ja, wobei dann gibt es halt auch wieder so eine kleine Hoffnung, so ein Hoffnungsschimmer. Ja. Aber es ist wie jetzt. Ich würde mir ehrlich, ganz ehrlich, Enterprise ist jetzt, wenn du es jetzt gucken würdest, fühlt sich für dich vielleicht sogar fast noch eher an wie so ein TNG-Ding, weil es einfach viel, jede Folge endet fröhlich, die Leute hassen sich nicht so, es ist harmonisch, es entstehen auch hier und da mal nachvollziehbare Beziehungen und nicht so, ja, ich habe dich 5 Sekunden angeguckt, ich mag dich, wollen wir ins Bett gehen und poppen, wie bei dem Captain und der Heultuseärztin von Picard. Und so, hä? Wann ist denn das passiert? Das war doch in der einen Folge. Ja, nee, man fragt sich nur, wie ist denn das jetzt passiert? Die kennen sich ja gar nicht, die haben sich jetzt gesehen. Er hat Sport getrieben, sie sieht seine Muskeln und dann knick, knack, fickfack. Das geht da irgendwie schneller als in anderen Serien, wird erstmal hier fröhliches Essen. Kommt raus, sie hat eben ein Hologramm gefickt. Das war gar nicht er. Das wäre doch ein Highlight. Naja. Gut, dann wissen wir das auch. Ja. Das war wirklich bei 2 Stunden. Habt ihr wieder was zum Hören? Unser Podcast. Genau. Ich habe schon ganz oft gelesen mal in den Kommentaren, dass viele das so als Nebenbei-Podcast beim Spielen oder beim Kochen laufen lassen. Ja. Könntest du mal schreiben, also in dem Sinne, viel wann Spaß ihr das Spiel oder das soll schmecken. Je nachdem, was ihr jetzt gemacht habt. Könntest du mal schreiben, wann ihr uns laufen lasst. Immer abends zum Einschlafen. Hilft nach 5 Minuten. Ja, danke. Immer auf der Toilette. Oh Gott. Mit euch kann ich richtig gut kacken. Hä? Was? Prädikat kackenswert. Na guti, dann wie gesagt gerne in die Kommentare rein, wie ihr uns konsumiert oder am Handy oder am Computer. Wäre mal interessant. Nebenbei oder aktiv, wobei aktiv kann ich mir kaum vorstellen, weil bei mir ist teilweise so lange einfach nur ein Standbild von Timelines.
Weil ich hier nichts mache und einfach nur rede. Ist auch manchmal schön. Das Schiff so rum. Hm? Ja. Bitte ist auch ganz schick eigentlich. Ja. Ich hab da gerade so die Voyager und im Hintergrund so ein bisschen so ein Wirbelsturm, der gerade fegt. Schaut ganz nett aus. Kippt ihn, kippt in einen Ionensturm. Na gut, also gerne in die Kommentare rein. Wie ihr uns konsumiert, würde mich echt mal interessieren. Jo. Und dann danke für den Anu, fürs Mitmachen. Gerne. Fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.